sind hier im Betrieb, sind wir mindestens 4-mal im Jahr und machen eine sogenannte Routinekontrolle. Das heißt, wir gucken auch ohne, dass der Landwirt anruft und sagt, die Schweine haben Husten oder Durchfall. Das kommt nämlich hier im Bestand sehr selten vor. Einmal den Bestand durch. Und dabei achten wir darauf, wie sich die Tiere verhalten. Sind die lebhaft? Wie sind die Augen? Haben sie Augenausfluss? Also einfach fällt uns äußerlich schon etwas an den Tieren auf. Wo wir sagen könnten, wir müssen hier schon eingreifen, bevor es ganz schlimm wird. Wir achten gleichzeitig mit auf die Luft. Wie ist es von den Schadgasen her? Habe ich hier einen sehr intensiven Schadgasgeruch? Das bedeutet Ammoniakgeruch. Müssen wir eventuell mehr lüften? Wie ist das Klima allgemein? Haben die Schweine Zugluft? Dazu mache ich es üblicherweise so, dass ich einmal die Handschuhe ausziehe, die wir normalerweise aus Hygienegründen anhaben. Mich dann zu den Schweinen in die Bucht setze, mir mache ich einmal die Handfläche feucht, weil durch die Handschuhe kann man natürlich nicht merken, ist hier Zugluft. Und dann muss einmal die Tür zugemacht werden. So dass wir einmal auf Tierhöhe spüren, wie ist das Klima. Denn hier unten kann es von der Schadgasbelastung auch ganz anders sein als im oberen Bereich, da wo wir uns normalerweise aufhalten. Hier ist das soweit aber alles in Ordnung. Ich kann nicht merken, dass an meiner Hand was zieht. Insofern, die Tiere machen auch einen sehr guten Eindruck. Des Weiteren achten wir bei den Routinekontrollen auf die Futterautomaten, auf die Tränkenippel. Funktionieren die Tränkenippel alle? Kommt da vielleicht zu viel Druck raus? Also erstmal kommt überhaupt Wasser und dann auch zu viel Druck. Weil das würde die Schweine davon abhalten, dass sie Wasser trinken. Dann spritzt es nämlich so ins Maul. Und hier im Futterautomaten achten wir drauf, dass auch nicht zu viel Futter drin liegt. Weil wenn da zu viel rausgewühlt wird, dann verdirbt es sehr leicht. Und das ist auch nicht gut für den Magen-Darm-Trakt des Schweines. So ist das ganz gut. Die Schweine spielen hier am Pendel und dann fällt immer ein bisschen Wasser raus. Hier im Bestand und in vielen anderen Haltungen auch haben wir Wurmbefall. Das heißt, das kann man an den Schlachthofbefunden sehen. Die Leber, da sind Narben drauf, wenn Schweine Würmer haben. Und dafür machen wir dann auch regelmäßige Wurmkuren. Und die würde ich für die Tiere hier jetzt im Ferkelaufzuchtbereich auch mit abgeben, sodass sie jetzt hier nochmal eine Wurmkur erhalten. Und dann werden die jetzt in 5 bis 6 Tagen umgestaltet in den Mastbereich, sodass alle Würmer, die jetzt noch im Darm wären, ausgeschieden würden und die Tiere in Anführungsstrichen sauber mit rüberkommen in den Mastbereich, sodass sie da dann auch keine Würmer mehr haben. Und wie genau sieht die Wurmkur aus? Das ist dieses Pulver. Das wird den Tieren übers Wasser gegeben, über 5 Tage. Dazu gebe ich dem Landwirt den Abgabebeleg und da steht dann genau drauf, welche Dosis er den Tieren geben muss. Das sind in diesem Fall wären das 0,7 Gramm pro Tier und Tag über 5 Tage. Und dann ist das Pulver weg und die Schweine sind entwurmt. Jetzt schauen wir uns die Sauen an. Wir machen jetzt hier die Trächtigkeitsuntersuchung der Sauen. Die Sauen sind vor etwa 6 Wochen belegt worden im Deckzentrum. Und wir kontrollieren jetzt, ob die Belegung ein Erfolg war. Mit Ultraschall. Hier kann man das schon sehen. Die Früchte, diese kleinen weißen gestrichelten Linien, das sind die Rippen der Ferkel. Das Schwarze hier, das war das Fruchtwasser. Hier ist ein Kopf zu sehen, die Ferkel. Wenn wir den richtigen Anschnitt sehen, kriegen, dann können wir sogar schon ein Herz schlagen sehen. Hier sind Rippen gewesen, dann kann das Herz nicht mehr weit sein. Da ist das Herz das Schlechteste.